Hi Leute, das Sanu hier. Wir hatten letztens im Stream eine sehr, sehr schöne Unterredung, eine sehr schöne organisch entstandene Unterhaltung über das Thema Content Creation, über Twitch, über YouTube, über Let's Play Tipps, wenn man anfangen sollte, aber so ein bisschen ganz normal aus dem Nähkästchen geplaudert, wie das aussieht, ein paar Tipps gegeben und hin und her. Und das kam im Stream schon sehr, sehr gut an und ich habe das Ganze mal zusammengepackt in ein Video für alle, die da Interesse haben dran. Shoot war zu der Zeit auch mit dabei, das heißt, es waren zwei dabei, die ein bisschen Plan von der Materie haben und eventuell gefällt es ja dem einen oder anderen. Und auch hier an der Stelle nochmal gesagt, im Video selbst hört ihr es eh auch nochmal öfter, sollten irgendwelche Fragen aufkommen, das war keine falsche Scheu. Einfach raus damit. Seid über die Kommentare, seid über Discord, wo es immer noch am direktesten ist. Und oder egal in welcher Form, immer raus damit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit für alle, die sich dafür interessieren. Und lasst mir gerne Abo, Like da, schaut gerne auf Twitch selbst und bei uns auf dem Discord vorbei. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß damit. Der ist halt auch authentisch. Wie gesagt, das sieht man halt leider selten. Genau, Prokrasti, da schreibst du, Let's Plays gibt's noch, ja. Ja, es ist halt, so schön die Sache ist mit Let's Plays, wenn uns, ich glaube, Shoot ist da komplett auf meiner Seite, wenn uns jemand fragt, wie sieht das aus mit, ich würde gern Content machen, ich habe da Bock zu, hin und her, ich würde gern Let's Plays machen. Ich würde demjenigen abraten, nur Let's Plays machen. Besonders damit zu starten, nur mit Let's Plays, weil... Das ist schon so, bei Stream ist schon schwierig, nur mit Streamen zu starten. Also. Ja, ja, ja. Leider ist dem so. Es ist ultra, ultra schwer. Weil im Endeffekt muss man drüber nachdenken. Warum sollte jemand einfach so, erstmal die Leute einfach so zu finden, ist schon schwierig. Und dann musst du den Leuten auch noch die Zeit geben, die sie brauchen, um warm zu werden mit dem Creator. Ne? Deswegen, wenn du irgendwas hast, was den Leuten schon hilft, wenn du irgendwelche Guides schon gemacht hast oder irgendwelchen anderen Kram, um den Leuten irgendwas zu erklären und so, dann hast du denen schon eine gewisse Seite von dir gezeigt, wo die meisten dann schon anspringen und sagen, ach, guck mal, ach, die finde ich ganz cool oder den mag ich, der ist mir sympathisch, ach, guck ich mir gern mal Let's Play-mäßig was von dem an. So, ne? Das ist so... Das ist so eine schöne Kombination. Markus! Markus, danke dir. Ich würde niemals mit dem Satz anfangen, verstehe mich ein bisschen nicht falsch oder das ist jetzt kein Hate. Ja, was soll ich jetzt an, Drake? Wenn sich im Vorfeld sich schon entschuldigt, was man sagt oder schreibt, dann macht es doch absolut keinen Sinn. Ja. Man kann alles ausdiskutieren, man sollte über alles schwätzen. Kommunikation ist immer das größte Problem von allem. Ja, mit Miss Chaos Game, man kann halt auch nur schwer Werbung für sich machen, wenn man mit einem Kanal anfängt. Ja, deswegen, also es ist... OnlyFans machen, das so, OnlyFans, ja, genau. Ne? So simpel. Boah, Fullstreams mit Daniel. So simpel, ja. So simpel das klingt. Ja. So simpel das klingt und ich spreche jetzt nur für mich, aber so habe ich das für mich angefangen auch, ne? Wenn du, es ist schwer für sich Werbung zu machen, das ist absolut korrekt. Deswegen machst du einfach. Du machst das, was du liebst, das, worauf du Bock hast. Du spielst das, worauf du Bock hast. Während du das spielst, tust du einfach deine Erfahrungen teilen, die anderen eventuell helfen können. Und oder findest irgendetwas heraus, speicherst das ab und lässt auch daran andere Leute teilhaben, denen du eventuell damit helfen kannst. So machst du die beste Werbung für dich. Damit anzufangen ist eigentlich, finde ich persönlich, das Beste. Das hat mir geholfen, einfach zu zocken. Ach, guck mal hier, das fand ich ganz geil. Oh, das verpacke ich. Vielleicht gibt es andere Leute, die finden das auch nice. Oder denen hat das auch geholfen. Oder wird's helfen. Und so hat sich das dann entwickelt, ne? Das ist das Beste, was du machen kannst. Ich habe leider nur bedingt recht, weil die meisten Männer haben das Problem, alles falsch zu verstehen, weil die Tonlage. Das geschriebene Wort ist eh immer so eine Sache, Drake. Das geschriebene Wort ist immer scheiße. In Anführungszeichen. Deswegen gebe doch Emojis, ne? Um das ein bisschen besser zu verpacken. Ja, die Mimik der Person, die schreibt, können jetzt. Ja, genau, ja, ja. Und Memes. Ja, und Memes, genau.
Genau. Und GIFs und was weiß ich. Also genau. Wie es Crew eben geschrieben hat hier. Wo ist das? Genau. Ich weiß gar nicht, warum Shoot jetzt hier so auf Kniekehle geht. Der spielt doch gar keine Division mehr. So. Wenn jemand jetzt Crew nicht kennt und er, ne, so, den das Trollface nicht dahinter gemacht hätte, dann könnte man es falsch verstehen. Das ist das. Es ist halt einfach, wie es ist. Ich habe mich auch mal im Stream versucht, schon vor 3 Jahren, aber nachdem ich 4 Monate lang 0 Zuschauer hatte, ist mir die Lust vergangen und ich habe aufgehört. Miss Chaos, auch das gehört dazu. Und auch da musst du einfach drüber stehen. Du musst einfach dein Ding durchziehen. Wenn du dir sagst, oh, du hast Zeit zum Zocken, dann mach den Stream nebenbei an und prügel dir selbst in den Kopf rein, oh, es gucken mir 100 Leute zu. Und verhalte dich so. Red mit dir selbst, red einfach ganz normal. So lernst du das. Irgendwann ist das Ganze. Blende die Zuschauer aus. Ja, ganz wichtig. Auf gar keinen Fall darauf gucken. Exakt, das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Ja. Habe ich auch. Ich guck, am Anfang habe ich das immer mal gemacht, ne? Weil irgendwie Zahlen, man orientiert sich an Zahlen. Bullshit. Absoluter Bullshit. Du lässt die Zahlen komplett aus. Am Ende kriegst du eine Benachrichtigung per E-Mail, wie viele Leute waren da, wie viele haben zugeguckt, hin und her. Ja, mittlerweile guckst du, ach ja. So viele Leute haben Zeit gehabt, schön, da freue ich mich hin und her, ne, so. Aber man verhält sich auch anders, wenn man die Zahlen sieht. Ja, das ist tatsächlich echt so. Und mit der Zeit kommt einfach die Routine und gehst halt besser damit um, das ist halt einfach, ne. Wie gesagt, einfach machen, wenn man da Bock drauf hat und fertig. So sein, wie man ist, ganz wichtig, machen auch die wenigsten. Leider, muss man hier ansprechen. Die meisten verstellen sich, das ist echt schade. Wo sind wir? Richtig, ja. Mir ist die Anzahl der Abos bei YouTube auch egal. Ja, das ist auch im Endeffekt nur eine Zahl. Man muss aber sagen, dass YouTube selbst ein bisschen deine Videos ein bisschen mehr pusht, je mehr Abos du hast. Ne? Du hast so, sobald du 1000 hast, hast du so einen gewissen Threshold erreicht, wo du schon mal ein bisschen mehr gepusht wirst. Der nächste kommt bei 10.000. Das ist da, wo Shoot und ich ein bisschen drauf am Schielen sind. Was schon irgendwie total geisteskrank ist, wenn du drüber nachdenkst. Ne, so. Fünfstellige Zahl, obwohl halt wirklich im Endeffekt nicht viel bedeutet. Abgesehen davon, von dem Push. Hast du sicherlich recht, nur ist das halt schon demotivierend. Ja, wie gesagt, ich kann nicht verstehen. Wie gesagt, wir können auch gern mal schwätzen. Ich bin der Letzte und ich denke, bei Schub wird es genauso sein. Sind die Letzten, die Bock darauf haben, uns einfach mal ansprechen, fragen, habt ihr Tipps, wie sieht da aus, hin und her und so. Wenn wir helfen können, können wir helfen. Ne, also da überhaupt keine Scheu bitte. Einfach mal versuchen, so ein bisschen mit sich selbst zu reden, das zu kommentieren, was man macht. Besonders in einem Let's Play oder in einem Stream. Dann, ja, wird mit der Zeit einfach besser. Ich habe gemerkt, dass ich mich mit der Kamera nicht wohlgefühlt habe. Auch das, ja, auch das ist eine Sache, die du nicht musst. Definitiv nicht. Shoot macht das nicht, ich mache das auch nicht immer. Ist halt wie das. Ich persönlich finde es nice, weil ist besser einfach aber, natürlich. So ein bisschen. Ich find's halt schön. Ne? Ist besser. Hat schon Vorteile. Aber du kannst auch ohne Kamera. Es gibt ja auch Streamer, die ultra werden. Hart mit der Kamera arbeiten. Also wirklich. Genau. So, wie jetzt ich zum Beispiel. Achtung! Achtung! Wie ich zum Beispiel. Hey, was geht ab? Komm her. Kamera. Hey, kann man das Mikro benutzen hier. Ja, mir denke ich schon geil. Da kann man schon schön Unfug mitmachen, ne? Das ist schon ein Feines. Natürlich rüberzukommen ist der Schlüssel. Ja, ist so. Ist so, Frenem. Und es passiert automatisch, wenn du wirklich so bleibst, wie du bist. Dann wird der Rest schon klappen. Moin, Kenji! Problem ist, viele fangen an, das, was sie lieben, als Content zu produzieren, ist okay. Aber keine Garantie zum Erfolg zu kommen. Ja? Deswegen, man muss eine Nische haben irgendwo. Es geht nicht einfach. Ja. Hast du ja gesehen, Daniel, bei deinem Elden Ring kannte keine Sau, war neu. Du hast Videos gemacht, boom. Ja. Hättest du dranbleiben sollen. Aber wusste man vorher nicht. Ja. Ja, alles tut die. Aber er hat es gemacht. Das ist der Unterschied. Ja. Er macht sich nicht abhängig von Division. Das hat er gemacht, deswegen. Ja, gibt Leute, die machen sich abhängig von einem Spiel. Ja, das ist halt echt schwierig. Neu anfangen ist das falsch, ja. Deshalb habe ich bis jetzt mit Let's Plays angefangen.
hat den positiven Nebeneffekt, dass ich mich mal mit einem Videoschnittprogramm befassen musste. Bisher macht es mir Spaß. Das ist die Hauptsache, das ist sehr schön. Mit welchem arbeitest du, Miss Chaos? Weil es gibt nur eins, das wirklich richtig intuitiv ist, das richtig zugänglich ist und wofür du eine ganze Palette an Tutorials bekommst und Hilfe bekommst und sogar uns fragen könntest, falls du da irgendwas mit Hilfe brauchst. DaVinci ist wirklich gut. DaVinci ist einfach Hammer. DaVinci 19, das jetzt gerade kommt, hat so geile KI-Features neu drin. Ich verwende Final Cut Pro auf meinem Mac. Ah gut, wenn du den hinbekommst, alles gut. Direkt am Kopf und Kran, ja. Wenn du gut damit klarkommst, alles Subi, natürlich. Ja. Ich habe erst angefangen, habe erst 2 Videos online, aber habe schon Content bis Ende Mai. Angefangen habe ich mit Death Stranding, will aber auch parallel kurze Spiele mit einstreuen. Ja, okay. Transmissions jammed. Aber, Ramor, gesagt, hallo! Death Stranding, dann gucken wir abonniert. Ja, Ramor, vielen lieben Dank! Vielen Dank. Vielen Dank für dein Abo, Dankeschön. Deine Tipps eben gerade mega gut. Sehr gern. Das sind weniger Tipps als eigene Erfahrungen. Genau, du musst tatsächlich auf deine Nische konzentrieren. Also Death Stranding, ich hab's nicht gezockt, fand es scheiße. Aber es gibt ein Publikum dafür, nur muss halt gucken, ob es wirklich Akzeptanz gibt und die Leute diesen Content sehen wollen. Ja, wie gesagt, du musst das wirklich da so eine Art Marketing machen. Ja, bringt es was? Spaß ist schön und gut, ja, aber wenn du Erfolg willst, dann musst du halt schauen, dass auch dieser Content auch im Hype, im Trend gebraucht wird, was auch immer. Ja, also wenn du nach Erfolg suchst. Genau, Friend, das ist alles. Einfach machen und Geduld haben. Es ist wirklich so. Beständigkeit, es ist wie mit allem. Beständigkeit wird belohnt, schlussendlich. Wenn du immer und immer wieder das Gleiche machst, dann bist du immer und immer da, wirst immer besser. Und irgendwann stellt sich dann auch ein gewisser Erfolg in irgendeiner Art und Weise ein. Die Stärke vom Stream ist, dass du mit deiner Community die Verbindung aufbaust und persönlicher wirst, ne? Das ist halt die Stärke des Livestreams. Ja. Und klar, aber ich würde jetzt nicht sagen, 10 Stunden musst du streamen. Das glaube ich weniger. Als Neuling und reiner Streamer, ja. Als reiner. Als Neuling würde ich streamen empfehlen. Ja. Als reiner Streamer. Wenn du die Base mit YouTube zuerst wählst, dann ist es okay. Dann kannst du die Zeit ja selber einteilen. Ja. Aber als Streamer musst du halt wissen, was mache ich. Mache ich overall viele Spiele? Okay, dann mache ich halt viele Spiele, ist kein Problem. Aber ich muss dann halt dementsprechend mir erstmal. Du musst ja irgendwie weiter oben landen. Das landest du, wenn du so eine dauerhaft am Start bist. Dann kriegen die Leute das mit. Hör ich da den Shoot? Ja. Das geht ihm besser, ja, auf jeden Fall. Ich finde dir Shorts bitte als Videos für Marketing mega gut, Trenum. Shorts sind mega gut. Kurzvideos halt, gell? Das ist eine geile Sache. Das mache ich gerade, habe ich das erzählt eigentlich bei TikTok? Was denn? Na, ich habe mir so ein TikTok aufgebaut, wegen First Descendant eigentlich. Ja. Da hau ich schon seit einem Monat oder anderthalb Monate so Shorts auf Daily Basis und das funktioniert tatsächlich. Ja, ist gut. Und so kriegst du die halt, ne? Von den Plattformen ziehst du die halt auf die anderen Plattformen rüber. Das ist halt, du hast dann halt öfter Leute, die haben dann irgendwas anderes von dir gesehen, sei es ein Shortform-Content oder sei es ein Video, das einem geholfen hat in dem Moment, kommen dann in den Stream rein zum Beispiel und sagen, oh wow, ich habe eben von dir was gesehen, jetzt erwische ich dich sogar live. So, und dann hi und dann schwätzt du und dann hin und her. Kannst dann halt als Zuschauer gucken, ob da passt das oder in den Videos war das so, aber wenn ich den jetzt live sehe, dann gehe ich mir lieber Brot schmieren. Weißt du? So. Das ist halt, das ist dann halt. Ich versuche auch gar nicht, meine Communities da zu verlinken. Ich will eigentlich, dass die Leute von dort aus herkommen. Moin, Bickock. Meine existierenden hingehen. Also ich bin nicht darauf aus, einen riesen Kanal zu bekommen, um damit Geld zu finden. Ich mache es jetzt, weil es mir Spaß macht und ich werde es machen, solange es mir Spaß macht. Wenn es keinem sehen will, dann hatte ich immer noch Spaß beim Erstellen. Ja, definitiv. Definitiv, was das angeht, auf jeden Fall. Und wenn du da mal streamst, wie gesagt, behalte das im Hinterkopf. Schalt aus, wie viel dir zugucken, wer dir zuguckt und zieh einfach dein Ding durch und versuch das, was du quasi in den Let's Plays machst,
so anzuhaben, wenn du streamst. So. Dann alles tutti. Du hast dann vielleicht irgendwann die Chance, wie jetzt in dem Fall von Miss Chaos, da macht so irgendein Let's Play und dann stolpert jemand darüber und kommt da mal rein, während sie live ist, und dann hast du halt die Sache hier, oh, ich habe hier dann eine Let's Play von dir gesehen. So, und jetzt erwische ich dich mal live, bam, zack. So. Das ist so die ideale Kombi quasi, ne? YouTube Shorts sind echt heftig, Razer, ja. Ja, das ist mega. Vielen Dank, Friend. Da finde es super, wie ihr euch offen über das Content Creation Dings unterhaltet. Gegenseitig Tipps zu geben, gibt sicherlich für einige Selbstvertrauen. Ja, das solltet auch. Weil absolut nice ist. Wie gesagt, ich bin da eher einer. Das gehört zu der Sache Authentizität, zu Ehrlichkeit, zu so bleiben, wie man ist. Sag mal, ich hab nichts zu verbergen. Ich habe keine Geheimnisse. Mich kann jeder fragen, was auch immer das ist, wenn du mich persönlich geht. Gibt nichts, was ich nicht erzähle, Dad. Auch der Kram hier und so. Klar ist es irgendwann, mich persönlich, ist es irgendwann mein Traum, dass ich hiervon mir wirklich richtig was aufbauen kann. Ja? Ich meine. Kommt noch. Ja. Absolut nice. Aber das ist halt ein so ultra langer Weg. Klar, es gibt immer wieder Raketen, die kommen gefühlt aus dem Nichts, kommen die sind dann ultra sympathisch und die schlüpfen dann, die kommen dann genau zur richtigen Zeit, treffen die auf genau das richtige Game und explodieren dann und so. Aber da darf man halt absolut nicht als Maßstab nehmen. Absolut nicht, das ist einer von einer Million. Moin gestuft! Das ist so, lieber mir, ich hab dich durch Elden Ring, siehst du? Ich hab dich durch Elden Ring kennengelernt auf YouTube und hab dich auf Twitch verfolgt, weil ich dich sympathisch bin. Ja, danke gestuft, da krieg ich Gänsehaut. Ich finde das einfach schön. Ja, danke dafür. So wie beim Daniel, einmal reingeschaut, seine liebliche Stimme vernommen und sofort Hals über Kopf verknallt. Ach, ich danke dir, mein Lieber. Siehst du? Der Arme. Wenn ich noch mehr Gänsehaut krieg, ruft Hey Dingens an der Asienmann an, gib Peking-Ende. Schön mit knuspriger Haut. Erpelpelz. Und ja, auch von den Games ab, die rauskommen. Ja, das auch, natürlich, ne? Der Frauenzockermarkt funktioniert nach wie vor top, ne? Ihr wart doch sicherlich auf der Gamescom. Der Frauenanteil im Zockermarkt ist sehr, sehr hoch. Ja, ist auch gut so. Meint er gerade als Zuschauer, der Kollege da, also der das geschrieben hat, oder meint er jetzt als generell, selber so Content Creator? Generell denke ich alles so, ja. Das hat die richtigen, die normalen, die anständigen Frauen, die schütteln halt auch, ich habe mich mit einigen unterhalten, die schütteln halt einfach den Kopf, über was gewisse Content-Creatorinnen einfach abziehen. Das ist halt, ja, aber ich finde das von halt Twitch scheiße. Ja. Also das, natürlich, was die da bei Twitch machen, das würde ich beschissen sogar. Also natürlich, klar. Also, klar. Sorry. Ja. Und können andere gut finden. Ja. Und dann wirst du halt dann, ist es halt auch schwer, nicht abgestempelt zu werden, ne? Oder was weiß ich, als Mann, und dann bist du schon gebannt hier. Ja, ja. Ja, ich weiß. Das ist ein spezielles Thema. Aber das verkauft sich halt leider, ja. Also Twitch will auch Geld, ja, das ist halt die Sache. Ich finde Dingens ja so geil. Habt ihr das hier mit Asmongold? Kennt jemand Asmongold? Ja, natürlich. Ein geiler Typ. Ne, also muss ich erst sagen, ein geiler Typ. Und die Meter. Ja. Meter. Ja, und wenn du hier den Chef von Twitch fragst, in Bezug auf Asmongold und so, ne? Da kriegst du einen halben Kollaps, weil der streamt ja für gefühlt 20.000, 30.000 und ist noch nicht mal, du kannst noch nicht mal ein Abo machen bei dem. Weil er sagt, er ist richtig geiler Typ. Er sagt, er hat genug Kohle, den interessiert er nicht, der will nicht, dass dem seine Community dem noch Abos gibt oder hin und her. Und Twitch ist natürlich ein Hammer. Und Twitch ist natürlich ein Dorn im Auge, weil Twitch verdient ja nichts damit, ne? Aber gucken ultra für Leute so. Finde ich absolut klasse, gell? So geiler Scheiß. Muss ich so lachen. Da hat mal jemand was geschrieben, Daniel. Moment. Okay. So eine starke Wechsel die nächsten Jahre. War bei mir ähnlich. Ich habe an Weihnachten deine YouTube-Videos zu dem Division 2 Event gesehen und erwischte dich dabei einmal live. Jetzt siehst du? Ja. Nimm dir das zu Herzen und setz es selbst so für dich um. Du siehst ja, wie das Ganze funktioniert, und es gibt doch genug Leute, die dann nice finden, was du machst. Ist einfach so. Gibt es der Welt für jeden gibt es genug Deckelchen und genug Leute, die Bock drauf haben.
Man muss halt nur Sachen raushauen, damit du gefunden bist, ne? Ich warte ja darauf, dass du jetzt auch mal ein Bikini im Pool streamst. Ja. Mit dem Schuh zusammen haben wir schon was ausgemacht. Ja. Schön die Beine aus dem Pool raus. Ja, ist so. Ist so. Schön Füße zeigen und dann schön die behaarten Stummel. Ja. Füße sind und wir uns gegenseitig mit so einer Bratpfanne, weißt du, so das Badewasser so über den Kopf so. Shooter nee, sehe ich mit uns. Mit Bratensoße einreihen. Braten! So richtig romantisch. Romantisch. Nee, romantisch. Das Ganze nennen wir dann Pool to Loot. Ja, das war bei Twitch mal richtig übel, ne? Da war meine Startseite gepflastert mit sich auf Betten regelnden Mädels, ja, die nur ein Bikini tun und irgendwelche Spiele mit ihren Zuschauern gespielt haben. Das hat lange gedauert, bis sie von meiner Twitch-Startseite verschwunden sind. Ist so. Aus diesem Grund mag ich diesen Kanal. Oder Lootpool, ja. Guck mal, hätte ich Razer direkt. Oh, das guck ich. Das ist eine ganz eigene Art von Content, die aber auf Twitch nichts zu suchen hat. Auf Twitch hat die nichts zu suchen. Fertig. Wenn Twitch stören würde, würden sie ja was machen sie aber nicht. Ja, so pseudomäßig tun die was. Aber es ist halt, ah, oh, scheiße. Bringt Kohle halt, deswegen. Ja, genau. Wie Schubert eben gesagt hat, es bringt ja einfach Business. Kohle. Ja. Ja. Deswegen, wie gesagt, nochmal hier an der Stelle, ne, keine falsche Scheu. Einfach raus mit irgendwelchen Fragen, wenn immer auf dem Herzen liegt, hin und her, egal was. Immer raus damit. Hat einer von euch das Kelso-Outfit gesehen im Shop mit Blümchen schick? Ja, ja, ich hab's gesehen. Aber ist halt, ist auch wieder Weihnachtsgeld der Urgroßvater, gell? Da liebe ich mir den Landwirt, der aus dem Traktor streamt, wie er sein Land beackert und trotzdem 1000 Zuschauer hat. Finde ich mega geil. Ja. Und sowas muss supported werden. Wird ja auch zum Glück. Kommt ja auch gut an. Sowas finde ich geil. Ich muss an dieser Stelle nochmal den Ach so, den Shoot loben. Wir hatten letztens ein sehr schönes Gespräch im Chat. Sehr respektvoll und tiefgründig. Sowieso. Das sind mir die Letzten, die irgendwas, ne? Ja, was? Auch das nur ums Essen ging? Aber, danke. Aber es war tiefgründig. Ging bestimmt ja, um gerne. Essen, aber egal. Nee, mehr hat's gerne. KS, also ich habe von einem Kumpel den Empfehlung gekriegt, sich mal das Sun und Shoot anzuschauen. Seitdem bin ich dabei. Ja, das ist echt mega. Freut uns so wirklich.